Heute wieder mal die Hauptattraktion in dem Gericht, und zwar das Teppanyaki, die Grillplatte aus dem asiatischen Kochbereich. Ich habe jetzt schon mal einen Kartoffelrösti aufgelegt. Das heißt, der braucht ja ein paar Minuten, brutzelt also jetzt ganz gemütlich auf dem Teppanyaki dahin. Dazu gibt es ein buntes Gemüseragout mit einer Senfsoße. Das heißt, hier verbinden wir japanisch mit deutschem Geschmack. So, und es geht auch gleich weiter. Die nächsten Röstis werden aufgelegt. So, die Röstis liegen. Das Schöne am Teppanyaki, dass Sie wirklich verschiedene Komponenten auf einer Platte zubereiten können. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt ein bisschen Öl. Rapskernbratöl kommt dazu. Und jetzt werden erstmal die Pilze angeschwitzt. Das heißt, ich gebe hier eine bunte Pilzmischung drauf. Da sind jetzt Pfifferlinge dabei, Champignons, braune und weiße Champignons. Die könnt ihr aber auch Shiitake oder auch Austernseiten verwenden. So, die schubst sich so ein bisschen mit den Pfannenwändern hin und her. Sie sehen, es bilden sich auch relativ flott Röststoffe, weil das Teppanyaki wirklich sofort ansetzt. Ansetzt heißt, Röststoffe bilden und natürlich auch für uns Geschmack. So, dann kommt als nächstes dazu die bunte Gemüseauswahl. Karotten, Zwiebeln und Kaiserschoten. Die kommen auf die Pilze und auch die werden wieder so ein bisschen mit den zwei Spateln vermengt, verschubst, sage ich mal so. Und braten auch an. Sie sehen schon, das Gemüse glänzt mittlerweile farbenfroh, bunt sieht es auf dem Teppanyaki aus. So, jetzt kommt der nächste Schritt, der natürlich auch wichtig ist für unseren Geschmack. Das heißt, ich gebe hier einen Teelöffel Blütenhonig mit hinein. Der karamellisiert jetzt ein bisschen, aber auch zugleich einen körnigen Senf. So, auch diese Zutaten vermengen sich jetzt mit dem Gemüse. Ich nutze die beiden Spachteln wieder. Jetzt geht es als nächstes ganz schnell vonstatten. Einen Schuss Weißwein und sofort die Garglocke oben aufsetzen, sodass die Flüssigkeit keine Chance hat zu verdampfen. Das heißt, unter dieser Garglocke dünstet jetzt das Gemüse gar. Jetzt kann ich es erstmal so stehen lassen. Das bleibt also jetzt erstmal so ein, zwei Minuten unter dieser Glocke. In der Zwischenzeit schaue ich mal nach meinen Röstis. Die sehen gut aus. Die haben Stabilität bekommen durchs Braten. Ich wende sie und Sie sehen, welche tolle gelbe Farbe sich dort gebildet hat, also eine Kruste, die sind stabil, die sind genau so, wie ein Rösti sein muss. Gut, es dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Ich denke mal, ich höre schon, das Wasser wird, oder die Flüssigkeit, der Wein wird langsam weniger. Es brutzelt immer mehr. So, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich jetzt die Garglocke abnehme und das Gericht vollende mit einem Hauch Crème Fraîche. Der kommt mit dazu. Wieder kommen die Spachteln zum Einsatz und alles wird miteinander genüsslich vermengt. Abschmecken mit etwas Salz, Pfeffer für die Schärfe und, um die Bekömmlichkeit auch herauszuheben, Koriander gemahlen aus der Mühle. So, das verschubst und sofort geht jetzt auch dieses Gericht auf unseren Teller. Ich richte es hier so ein bisschen mittig an. Dazu kommen dann die zwei, drei Kartoffelröstis, fächerförmig angelegt, gezupft. Wird es noch etwas Thymian darüber. Ich habe hier gewaschene Stängel, die ich jetzt gegen den Strich oder auch, wenn sie stabiler sind, mit dem Strich abzupfe und genüsslich über dem Gericht verteile. Voilà! Das ist eine flotte Küche. Das ist Geschmack, das ist knusprig. Ich wünsche viel Spaß beim Genießen und guten Appetit.